Willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich bin Alfie Rubo und wir müssen immer noch aus dem Gefängnis kommen. Ich bin live, um Brotzeit zu essen. Das zu lesen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. So, dann laufen wir mal hier lang. Okay. Wir sollen einen Klitter abbauen. Alles klar. Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Die Anhänger von Kalilak. Das ist mein Baum. Das war eine große Zivilisation. Nicht der jämmerliche Pöbel des heutigen Kyrat. Das klingt ja nicht so schön. So, die Viecher schauen mir da. Psycho-Scheiß. Ich muss klar kommen zu den Drogen. Schiffischer Kerl. Oh. Aber das kann nicht stören. Okay. Ich muss natürlich auch nicht laufen. Thank you.
diversen Teilen. Können die Teilen Typen noch nicht ablenken, oder was? Was ist die Scheiße? Ich glaube, die verwischen uns jetzt nicht mehr, aber sonst. Das Vieh. Auch Menno. Ich hatte doch recht gehabt, dass es mich jetzt erfolgt. Aber mein Typ will nicht laufen. Ja. Ja, halt die Klappe. Los, weg hier. Wow. So. Komm, ich bin entkommen, aber... Was jetzt? Nein, das ist runtergefallen, Idiot. Okay. Halt nochmal ab, so, ja, das ist mir egal. Ich bin zu weit abgesagt. Was sein? Nee, noch nicht. So. Mehr und mehr verzweifelte, fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalinak. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Rakshasa und werde neu geboren. Genau wie Kalinak damals. Ich vollbringe, woran Pagan scheiterte. Ich erschaffe eine große Zivilisation! Hier in Tyrat! Was soll ich denn? Bitte. Ich finde es ja auch. Ich dachte jetzt schon, ey. Nicht schon wieder. Was geht ab mit euch? Boah. Leute, ich habe hab jetzt 10 Tage nicht geschlafen. Ey. Ich bin so kaputt, das könnt ihr mir zwischen 10 an. Boah, das flasht mich
Ja, der richtig heftige. Noch ein bisschen was zum Lesen für euch. Ja, so. Hallo. Zurück an die Arbeit, bevor sie gehen. Ich komme aus dem Film. Doof, wenn beide hier rumhocken. Ich glaube, ich lasse schon einen von dem Cashin Takedown. Ich weiß es nicht. Cashin Takedown nicht führen. Ne, kann ich nicht. Okay. Ich scheine es geschafft zu haben. Wow.
Amita? Hey. Erst wach. Herzlichen Glückwunsch, du bist offiziell der größte Glückspilz, den ich kenne. Ich habe eine Woche im Feindgebiet nach dir gesucht. Und zum Glück fanden wir dich, bevor du erfroren bist. Wunderbar. Wahrscheinlich tut er das, was er am besten kann. Er sitzt im Dunkeln und betet zu toten Göttern, dass du sicher heimkehrst. Ich habe dich 3 Tage beobachtet, aber jetzt bist du wach und scheinst okay zu sein. Und ich muss zurück. Wir befinden uns immer noch im Krieg. Das war jetzt echt die krasseste Mission, die es bei Far Cry bis jetzt gab, fand ich. Sabal hatte mit einer Sache recht. Der goldene Pfad braucht dich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Lange Liebe, love is in the air. Hauptsache die Ohren haben wir immer noch. Ich habe mich so viel über die Explosion und so weiter, dass die Ohren dabei nicht kaputt geht, ist schon unglaublich. Finde ich persönlich so. Schauen wir mal, wo sind wir denn? Ach. Wir sind in unserem Haus. Tatsache, wir sind in unserem Haus. Cool. Gut, dann kaufen wir mal Sachen direkt. Kaufen ein. So, wir haben sogar noch Geld übrig. Wuhu. Das kommt selten vor. Einzigartige Waffen kann ich immer noch keine kaufen. Nee. Aber egal. Brandpfeile und so weiter sind alle leer. Was so ein Brandpfeil kostet. So insgesamt kosten die. So viel. Ich dachte jetzt schon, scheiße, ein Brandpfeil 4000. Sehr heftig. Jetzt, so, können wir jetzt vielleicht sogar nochmal eben. Und so aus, wir müssen auf Peppen. Komm her, Kollege. Ich hab 100.000, dann machen wir mal die enormen Stück tun müssen schon. So, was kommt denn da raus? Zeig mal her. Oh, es ist einfach nur ein bisschen aufgeräumter. Alles klar. Gut, haben wir das auch geschafft. So, wir holen uns nochmal hier eine Spritze rein. Und hier eine Weste. Und schau mal, wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? 1000, da können wir jetzt nichts von kaufen. Ja. Und wir können nur noch. Wir können das skillen. Cool. Machen das mal unterwegs. Wie viel kostet die? Alles klar. So. Ach, für den müssen wir jetzt noch wenigstens einen aus dem Posten befreien, aber das können wir jetzt noch nicht machen. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal einen Cut an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.